Ich muss jetzt unbedingt los. Schnuffichen drückt uns die Daumen. Hallöchen an diesem wunderschönen, sonnigen Wintertag. Und heute ist wirklich ein guter Tag. Nicht nur, weil draußen die Sonne scheint, sondern weil ich mal wieder nach langer, langer Zeit eine Wohnungsbesichtigung habe, auf die ich mich schon wirklich seit Wochen freue. Hier in meinem Ort am Bodensee gestaltet sich die Wohnungssuche recht schwierig. Die Mieten sind viel zu hoch, die Wohnungen sind rar, bezahlbare Wohnungen kaum vorhanden. Deshalb bin ich wirklich gespannt, wie die heutige Wohnung sein wird. Entschuldigt auch bitte die Lichtverhältnisse. Ich stehe nämlich am Fenster und es kann sein, dass die Sonne mal rauskommt, mal wieder weggeht. Auf jeden Fall ist es heute soweit und ich bin so aufgeregt, habe aber gleichzeitig so eine Angst im Bauch, dass es wieder nichts wird, weil ich wirklich schon seit guten sechs Jahren hier auf der Suche bin. Wir möchten endlich hier raus aus dieser nicht so schönen Wohnung. Das ist recht alt alles. Die Fliesen im Bad sind 70er Jahre blau, genau wie die Fliesen in der Küche. Und auch die Schrägen im Wohnzimmer, die sind mit Holz verkleidet. Also, aber ja, ich will jetzt nicht länger über diese Wohnung sprechen, sondern freue mich wirklich auf die heutige Besichtigung. Und zwar, ich habe das wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt, ist es ein Neubau. Es ist noch nicht mal fertiggestellt. Es gibt auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, wie ich denn zu diesem Termin gekommen bin. Und zwar war das ein unglaublicher Zufall. Ich habe eine Hochzeit begleitet. Ich bin ja auch Fotografin. Bin dorthin nach Friedrichshafen und hab schön meine Fotos gemacht, habe meinen Job gemacht. Dann mussten wir irgendwann mal die Location wechseln und dann habe ich die Braut so gefragt, ob denn jemand mit mir mitfahren möchte. Bei mir ist noch Platz im Auto. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, der und der und der und der. Und irgendwie dachte ich, okay, jetzt gleich wird mein Auto voll sein. Aber als es dann soweit war, kam nur ein einziger mit mir mit. Und zwar ihr eigener Vater. Wir hatten ein ganz kurzes Gespräch, 5 Minuten Fahrt. Er meinte, ja, woher ich komme. Ich habe gesagt, Radolfzell am Bodensee. Also, oh, da baue ich gerade Häuser. Da werden demnächst ein paar Mietwohnungen entstehen. Ich so, oh, wirklich? Ich so, das ist ja mal cool. Ich dachte, aber direkt dachte ich, ach, Neubau, das wird hier am Bodensee Neubau. Forget it, ja. Wird irgendwie 1000 Euro für eine kleine Wohnung, 1000 Euro Kaltmiete, bist du dabei, ne? Dachte ich mir, okay, sehr schön. Ich suche nämlich gerade eine Wohnung, habe ich gesagt, seit 6 Jahren eigentlich schon. Und er meinte, ja, wenn du magst, kommst du gerne mal vorbei, wenn die ersten Besichtigungstermine stattfinden und schaust dir mal was an. Ich dachte, wow, echt cool. Und dann, ja, sind ein paar Wochen vergangen. Er hat mir noch in der Zwischenzeit ein Exposé zukommen lassen von der Wohnung. So ein ganz, ganz schickes Büchlein. Ich dachte, ich so unbezahlbar, unbezahlbar, weil das auch schon so mit Einbauküche war und allem Schnickschnack und das ganze Gebäude bekommt außen so eine schöne Holzverkleidung, bodentiefe Fenster, Fußbodenheizung, jeweils eine Einbauküche, also alles, was man sich so wünscht und ich dachte wirklich so, ob das bezahlbar ist. Ja, und heute werde ich es erfahren. Und ja, ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, muss ich nicht alleine hin, zeig euch mal die Räume, mal schauen, was wir da heute schon alles zu sehen bekommen. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, machen wir uns doch mal fertig. Wie ihr sehen könnt, bin ich noch komplett ungeschminkt. Ich habe nur mein Gesicht gewaschen. Und jetzt lasse ich mal hier mein Vorhang runter und dann machen wir nur noch die Lippen und dann sind wir fertig. So, die hässlichen Augenbrauen sind weg. Das ist der Vorteil an einem Pony. Und ich benutze für die Lippen den Bare Minerals Gen Nude in der Farbe Freestyle. Wenn man keine vollen Lippen hat, dann muss man sich halt welche malen. Müssen wir nur noch die obere Lippe
rausholen. Wo bist denn du? So, und das ist der fertige Look. Sagt mir sehr gerne eure Gedanken dazu. Ich muss jetzt unbedingt los. Wir brauchen so eine Bauchtrage für dich, ne? So eine Baby-Bauchtrage. Schnuffichen drückt uns die Daumen. Also drück uns auf jeden Fall die Daumen, Schnuffichen, ja, mein Schätzchen. Die ziehe ich heute an. Das ist eine von Sarah. Die ist zwar aus Stoff, aber es sieht aus wie irgendwie Leder, ne? Die werde ich jetzt anziehen und dann muss ich auch schon los. So, ich bin nun auf dem Weg. Ich bin echt aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte, es würde regnen, aber es regnet zum Glück nicht. Deswegen kann ja nur gut werden. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Also es ist definitiv noch eine Baustelle. Ich werde nicht zu viel zeigen, da man ja nicht weiß, ob wir vielleicht hier einziehen. Und wir wollen ja unsere Privatsphäre schützen. Aber ja, es ist noch lange nicht fertig. Also es wird definitiv eine Neubauwohnung, wenn es denn diese werden wird. Wohnung, glaube ich. Ja. Mhm. Echt Parkett, ne? Parkett, genau. Ja. Sehr schön. So. Mhm. Und Wohnzimmer mit Küche, ja? Also gibt es noch keine fertige, die man sich anschauen kann? Mhm. Auch hier kann man doch schlafen. Hier kann ich mir irgendwas. Es gibt ja so Wandbetten, ne? Die kann man aufklappen. Also das wäre eine Lösung. Tatsächlich. Und so ein Arbeits. Na, muss man sehen, ne? Aber schlafen? Geht für mich. Okay. 2,5 Meter und dann dürfte es da auch wahrscheinlich so sein, ne? Nee. Passt da kein Bett so hin? Moment, 1,80. 1,80. Klar, Einzelbett, schon kein Problem. Weißt? Einzelbett, ja. 1,90 Meter, je nachdem, was man hat. Ja, es ist auf jeden Fall eine super Lücke. Das rettet mich sozusagen. Ich habe heute immer gesagt, das ist verlorener Raum. Aber klar, gute Frage, wir sonst. Mhm. Ja. Wenn man jetzt kein Kind hätte und diese Wohnung nimmt, kann man sich schön hier diesen Arbeitsbereich machen. Schreibtisch, Computer, alles reinstellen. Genau, Schlafzimmer kann man zumachen. Genau, das stimmt. Ja. Das ist recht groß. Oder ich mag sein Kinderzimmer da. Ist hier und im Wohnzimmer Internet. Also hier kann man wirklich was draus machen. Also dass wir uns zu zweit auch wohlfühlen. Ja, also sagen wir, es ist eine sehr schöne Wohnung, eine sehr helle Wohnung. Ja, ist toll ausgestattet mit Fußbelag, so hohe tiefe Fenster, elektrische Romane. Entlüftungs- und Belüftungsanlage drin. Kommt mhm. doch eine Küche ins Rein. Oh! Sehe ich gerade. Sag mal. Ach, wie schön. Die Entscheidung ist gefallen. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Und Abstellraum. Und hier sind die ganzen Kästen. Ja, Sicherungskasten, Fußbodenheizung. Ja. Da kommt dann Wärmezelle rein für die Wärme, dann Wasser, kommt die Wasserzelle rein, dann kommt drüber. Mhm. Ja, so schön. Ja, dann danke.
danke fürs Zeigen nochmal. Ehrlich? Also ist das ein wirkliches Ja? Ja, klar. Darf ich jetzt weinen? Nur ich weine, wo ist das? Nein. Nein, also. Ich auch. Ja. Nein. Kein Problem. Ich finde, das quält und ich habe gute Meter. Nee, passt. Das bedeutet mir echt viel. Ja. Kein Problem. Das glaubst du mir vielleicht nicht. Nein, also gut, komm, ich mache von mir aus gleich den Mietvertrag fertig. Also ist überall Parkett, überall Fußbodenheizung, Dusche, Duschwanne, Toilette. Waschbecken und durch den Waschmaschinenanschluss. Also Dusche ist hier, ne? Keine Badewanne. Also Spaß, diese Abstellkammer mit, dein, mit deinem Kinderzimmer. Meine Abstellkammer ist im deutschen Schlafzimmer. Das ist schon ein Drehzimmerwohnung. Kostet mehr. Muss ich jetzt mal gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Aber 2 Meter hinter 2 Etagen. Es ist eine schöne Klapp-Couch, aber da, die muss auch bequem sein. Man will ja auch, ne? Keine Rückenprobleme haben. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, also es muss ja nur eine Kackbox sein, könnte schon immer irgendwie ein schöner Vorhang oder so. Oder so. So gibt es ja diese Schiebewände. Was das so Faltwände? Das stimmt. So was irgendwie. Jetzt, wo wir wissen, dass es über zwei Meter. Da passt ein Bett rein. Komplett würde es die Lücke ausfüllen, ne? Ja, 2 Meter, wenn nur 2 Meter Etage, wenn 1,90 Meter vielleicht knapp, aber ich weiß es nicht. Ich brauche, ja. Das ist, ja, dann hätte ich halt noch mal ein bisschen, um ein Wand hin zu machen. Aber machbar ist vieles. Oh, wie schön. Das ist auch schön hell. Nette Balkon, weißt du. Da war schon voll Ausblick. Ja. Oder du bist ja im Aufzug da dann. Ja, ja. Das ist schon gut. Tiefgarage dabei. Ja. Groß, ne? Das sind 36 Plätze. Ja, und da auch noch. Und der Lift fährt auch bis hier hin, oder? Genau. Ja. Ihr habt es sicher schon gesehen und gehört. Ich kann es wirklich, wirklich nicht glauben. Wir haben eine neue Wohnung und ich habe die auf Anhieb bekommen. Ich kann es nicht glauben. Ich bin wirklich jetzt schon seit 6 Jahren auf der Suche nach einer Wohnung hier in meinem Ort. Und jetzt ist endlich mein Traum Wirklichkeit geworden. Es ist eine super schöne Neubauwohnung. Die ist noch nicht mal fertig. Ihr habt es gesehen. Wir haben die Wohnung. Oh mein Gott. Die Wohnung wird aber erst ab 1. März, glaube ich, frei. Das heißt, perfekt, weil so haben wir genug Zeit, um uns zu organisieren, Sperrmüll anzurufen, auszumisten. Oh Gott, ich bin so dankbar. Wir können endlich unser Nestchen einrichten. Jetzt heißt es tschüss, schlecht isolierte Wohnung, tschüss, hässliches 70er-Jahre-Bad und tschüss, Holzschrägen. Bäh. Pünktlich zu meinem Geburtstag im März sind wir in unserer neuen Wohnung. Das ist mal ein Geburtstagsgeschenk. Oh mein Gott.